Promis. Ihre Gesichter kennen Millionen von Menschen. Sie tauchen in Radio, Film und Fernsehen auf. Sie zieren metergroße Plakate. Ihre Namen pranken auf Produkten und in Zeitungen. Und ihre Social-Media-Accounts erreichen inzwischen mehr Menschen als die Tagesschau. Bei all dieser Aufmerksamkeit, die Prominente in unserer Gesellschaft bekommen, könnte man meinen, sie seien irgendetwas Besonderes. Aber das stimmt nicht. So berühmt sie auch sind, alle Prominente sind am Ende des Tages Menschen wie du und ich. Das wird besonders deutlich, wenn man sich anguckt, wie die Stars und Sternchen überhaupt so berühmt geworden sind, denn nicht selten liegt es nicht an ihnen, sondern eher am Zufall. In diesem Video zeigen wir euch 8 einfache Leute, die durch Zufall zu Megastars wurden. Mit dabei sind weltberühmte Schauspieler, Serienstars und 2 deutsche Musiker, die durch Zufall die Charts stürmten. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche prominente Person ihr gerne mal persönlich kennenlernen würdet. Und warum? Wir sind gespannt. Die Nummer 8 belegt einer der bestverdiensten Schauspieler der Welt, nämlich der Man in Black, die Legende Hancock, der Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith. Bevor Will Smith jedoch irgendwas mit Schauspielerei zu tun hatte, war er Rapper. Im Alter von 16 Jahren tat er sich nämlich mit dem DJ Jazzy Jeff zu dem Duo DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince zusammen. Die beiden schafften es schon nach wenigen Songs, ihre ersten Chartplatzierungen zu landen und sogar einen Grammy Award zu gewinnen, sodass Will Smith schließlich mit noch nicht mal 18 Jahren Millionär wurde. Da er aber mit dem Geld nicht so recht umzugehen wusste, gab er es bedenkenlos aus. So erhielt er im Jahr 1989 eine Aufforderung vom Finanzamt, Steuerschulden in Höhe von 2,8 Millionen Dollar nachzuzahlen. Das Finanzamt nahm ihm all seine Besitztümer und auch sein Einkommen. Trotz seines frühen Erfolges war Will Smith 1990 somit in großen finanziellen Schwierigkeiten. Als er sich dann eines Abends auf einem Parkplatz verirrt hatte, fragte er einen Fremden nach Hilfe. Dieser Fremde stellte sich als ein wichtiger Fernsehproduzent des Senders NBC heraus. Dieser war von Smiths Persönlichkeit und seiner Geschichte so begeistert, dass er den Sender überzeugte, die Sitcom The Fresh Prince of Bel-Air ins Leben zu rufen, in der Will Smith auch die Hauptrolle spielte. Durch diese Sitcom wurde Smith dann erst zu einem echten Fernsehstar und später zu einem Filmstar. Und das alles nur, weil er einen fremden Mann um Hilfe gebeten hat. Kommen wir als nächstes tatsächlich zu einer deutschen Model-Ikone, nämlich zu Claudia Schiffer. Das Supermodel wurde 1970 in NRW geboren. Ende der 80er Jahre, im Alter von 17 Jahren, sollte dann ein Abend ihr Leben verändern. Kurz vor ihrem Abitur war Schiffer nämlich eigentlich sicher, dass sie Anwältin werden wollte. Dann wurde sie eines Abends jedoch in dem Düsseldorfer Club Checkers von Michael Leverton entdeckt. Leverton war damals der Geschäftsführer der Modelagentur Metropolitan. Daraufhin lud man Schiffer für Probeaufnahmen nach Paris ein, die später in dem Magazin Elle abgedruckt wurden. Nicht mal ein Jahr nach ihrer Entdeckung lief sie dann mit der persönlichen Unterstützung von Karl Lagerfeld, der als ihr zweiter Entdecker galt, für Chanel, während sie ihr Abitur nachmachte. Durch den Kontakt zu Lagerfeld dauerte es nicht lange, bis sie teure Werbeverträge bekam und auf Magazincovern zu sehen war. Neben dem Modeln hat Schiffer inzwischen übrigens auch Filmerfahrung gesammelt und sogar einen Regisseur geheiratet. Und das alles nur, weil sie mit 17 Jahren in Düsseldorf feiern ging. Die Nummer 6 belegt ein etwas unüblicher Star, nämlich Rosa Parks. Um ihre Geschichte zu verstehen, müssen wir uns in die amerikanischen Südstaaten der 50er Jahre versetzen. Damals war Rassentrennung dort üblich. Rassismus war allgemeines Gedankengut. Dies ging sogar so weit, dass weiße und farbige Menschen im Bus getrennte Sitze hatten. Am 1. Dezember 1955 fuhr Rosa Parks also ganz normal Bus und saß auf einem Platz für Farbige. An einer Haltestelle forderte der Busfahrer sie auf, aufzustehen, da ein weißer Mann keinen Platz hatte. Obwohl es für sie sehr gefährlich war, weigerte sich Rosa Parks. Sie stand vehement nicht auf. Damals ahnte sie noch nicht, dass ihre Aktion sich innerhalb der dunkelhäutigen Bevölkerung schnell rumsprach. Ehe sich Parks versah, war sie also das Gesicht des sogenannten Montgomery Bus Boycotts, einer der ersten antirassistischen Protestbewegungen in den USA. Später setzte sie sich landesweit mit Friedensnobelpreisträger Martin Luther King Jr. gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und für die Rechte von Minderheiten ein. Durch ihren spontanen Protest im Dezember 1955 wurde Rosa Parks auf lange Frist also eine Heldenfigur in der amerikanischen Geschichte. Bis heute wird ihr Name im Geschichts- und Englischunterricht auf der ganzen Welt erwähnt.
Kommen wir als nächstes zu Pamela Anderson. Pamela Anderson war so etwas wie die Marilyn Monroe der 90er Jahre. Das Sexsymbol schlechthin. Mit ihrem Auftritt in Baywatch verdrehte sie nicht nur David Hasselhoff, sondern auch einer ganzen Generation von Männern den Kopf. Darüber hinaus war sie auch in zahlreichen Kinofilmen und anderen Fernsehserien zu sehen und ist inzwischen gar nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Dabei steckte auch hinter ihrer Karriere ein krasser Zufall. Nachdem Anderson Anfang der 80er Jahre die Highschool absolvierte, zog die in Kanada geborene Teenagerin nämlich nach Vancouver, um dort in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Als sie dort ein Footballspiel besuchte, passierte dann ein Zufall, der ihr Leben verändern sollte. Sie wurde von den Kameras auf einmal auf dem Stadionmonitor gezeigt. Damals trug sie ein T-Shirt der Labatt Brauerei, deren Logo somit ihre schon damals auffälligen Brüste zierte. Die Zuschauer waren bei Andersons Anblick völlig aus dem Häuschen, sodass Anderson in der Halbzeit sogar aufs Spielfeld geholt wurde, wo sie törenden Beifall bekam. Nach diesem Zwischenfall nahm sie die Labatt Brauerei dann unter Vertrag, wodurch unter anderem Hugh Hefner auf sie aufmerksam wurde. Und der Rest ihrer Modelkarriere ist Geschichte. Der nächste Megastar ist kein geringerer als Harrison Ford. Nach unzähligen Filmerfolgen gilt Harrison Ford heutzutage als einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Er spielte unter anderem so ikonische Rollen wie Han Solo in der Star Wars-Reihe und auch Indiana Jones. Hinter Harrison Fords Vorzeigekarriere steckt aber nicht nur harte Arbeit, sondern auch ein kleines bisschen Glück. Nachdem Harrison Ford in den 60er Jahren von seinem College geschmissen wurde, entschied er sich nach Kalifornien zu gehen, um Schauspieler zu werden. Dort bekam er jedoch zunächst nur kleine Rollen und fing daher nebenbei an, als Tischler zu arbeiten. Da er als Tischler und Handwerker schnell viel mehr Erfolg hatte, bekam er auch angesehene Auftraggeber. So engagierte ihn im Jahr 1973 der Hollywood-Regisseur George Lucas, um ein paar Schränke zu reparieren. Als Lucas Ford näher kennenlernte, bot er ihm dann eine kleine Rolle in seinem Film American Graffiti an. Der Film war zwar ein voller Erfolg, da Harrison Ford jedoch nur eine kleine Rolle spielte, verhalf er ihm noch nicht zu großen Karrieresprüngen. 4 Jahre später änderte sich dies allerdings. Durch seinen zufällig gewonnenen Draht zu George Lucas wurde Harrison Ford zum Casting für den ersten Star Wars Film eingeladen. Und zwar für die Rolle von Han Solo. Er kam in die engere Auswahl und Lucas musste sich schließlich zwischen ihm und Christopher Walken entscheiden. Als Harrison Ford dann ins Studio gerufen wurde, um eine Tür zu reparieren, entschied sich Lucas für Harrison Ford. Durch diese Entscheidung wurde Ford nach Release des ersten Star Wars Teils über Nacht zum Weltstar und arbeitete von da an nie wieder als Handwerker oder Tischler. Auf der Nummer 3 sind tatsächlich 2 deutsche Künstler, nämlich Clemens Rehbein und Philipp Dausch aus Kassel. International besser bekannt sind die beiden als das Duo Milky Chance, deren Musik dem Genre Folktronica zuzuordnen ist. Während ihrer Schulzeit spielten Clemens Rehbein und Philipp Dausch in der Schulband Flowtones zusammen. Damals waren sie hauptsächlich als Straßenmusikanten unterwegs und spielten kleinere Konzerte in der Umgebung von Kassel. Nachdem die beiden 2012 ihr Abitur machten, unter anderem mit Musikleistungskurs, gründeten die beiden dann ihre neue Band Milky Chance. Im Kinderzimmer von Clemens Rehbein nahmen sie dann erste Songs auf und luden am 14. Juli 2012 ihr erstes Musikvideo hoch. Und zwar zu dem Song Stolen Dance. Love wants you, we can bring it on the floor. Never danced like this before, we don't talk about it. Obwohl sie noch gänzlich unbekannt waren, ging der Song völlig durch die Decke. Innerhalb kürzester Zeit hatte das Video Millionen von Aufrufen. Der Song lief im Radio rauf und runter, Rehbein und Dausch wurden für Konzerte angefragt und Plattenfirmen kamen auf sie zu. Inzwischen hat Stolen Dance über 500 Millionen Aufrufe und Milky Chance spielen Konzerte auf der ganzen Welt. Eine Erfolgsgeschichte, die fast filmreif ist. Auf der Nummer 2 ist Kaley Cuoco. Als Darstellerin von Penny in The Big Bang Theory wurde Kaley Cuoco weltberühmt. Aber auch sie verdankt ihren Ruhm einer glücklichen Fügung und einer etwas ungewöhnlichen Kindheit. Kaley Cuoco ging nämlich nie zur Schule. Stattdessen wurde sie zu Hause unterrichtet. Gleichzeitig schickten ihre Eltern sie immer wieder zu Castings, weshalb sie schon im Kindergartenalter erste kleine Rollen in Fernsehproduktionen bekam. Allerdings stand damals noch nicht fest, dass sie Schauspielerin werden würde, da sie außerdem auch eine begabte Tennisspielerin war.
Im Alter von 16 Jahren nahm Cuoco dann an einem Casting für die Sitcom Meine wilden Töchter teil. Dabei bewarb sie sich auf die Rolle einer 16-jährigen Tochter, die sich gerne freizügig anzog. Für das Casting zog sie sich deshalb extra ein freizügiges Spaghetti-Top an. Als dann der Schauspieler John Ritter in den Castingraum kam, der in der Serie ihren Vater spielen würde, sagte er sofort: "Du wirst meine Tochter spielen." Der Grund war, dass ihr Oberteil ihn an seine eigene Tochter erinnert hatte. Durch das richtige Outfit bekam Kaley Cuoco also die Rolle, die ihr später auch zur Rolle der Penny verhalf. Und der Rest ist Geschichte. Kommen wir als letztes auf der Nummer 1 zu Natalie Portman. Spätestens seit dem Psychothriller Black Swan, für den Portman mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, gilt sie als eine der angesehensten Schauspielerinnen Hollywoods. Dabei ist Natalie Portman schon in ihrer Jugend berühmt geworden. Entdeckt hat man sie aber vollkommen unerwartet. Nach ihrer Tanzstunde ging sie in den frühen 90er Jahren in New York noch in einen kleinen Pizzaladen, um sich eine Pizza zu holen. Zur gleichen Zeit holte zufällig auch ein Casting Director von Revlon seine Pizza dort. Er fragte die damals 11-jährige Portman einfach, ob sie schon mal darüber nachgedacht hätte, Model zu werden. Portman meinte daraufhin aber, dass es ihr großer Traum sei, Schauspielerin zu werden. Der Casting Director stellte Natalie Portman daraufhin einigen Produzenten vor. So kam sie dann zu einem Casting für den Film Leon, der Profi, bei dem sie schließlich den Regisseur Luc Besson von sich überzeugen konnte. Als Portmans Eltern allerdings das Drehbuch lasen, waren sie schockiert darüber, dass die Rolle der 11-jährigen Mathilda Raucherin war. Sie setzten durch, dass Mathilda im Film das Rauchen aufgibt. Mit der Rolle als Mathilda begann also Natalie Portmans steile Karriere. Und das war's mit 8 Promis, die nur durch Zufall berühmt wurden. Schreibt uns wie gesagt eure Meinungen in die Comments, liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert Wissenswert für mehr.